Willkommen heute zur zweiten Runde bei HackerRank und heute geht es natürlich mit SQL weiter und starten mal direkt in die Advanced Select und mal gucken, was ich dort für Probleme zu lösen habe. Das erste ist ja erstmal noch mit Easy gekennzeichnet, also mal schauen, wie gut der Anschluss funktioniert. So, also ich soll eine Abfrage schreiben, die jeden Typ von jedem Record in der Triangles Table mit den drei, was? Also, write a query identifying the type of each record in the Triangles Table. Okay, jede Zeile in der Tabelle denotes the length of each of the Triangles three sides. Not a triangle, the given value A, B and C don't form a triangle. Output one of the following statements for each record in the Table. Okay, also es gibt Spalte A, B und C und die haben jeweils eine Zahl. Okay, ich glaube, das wird die Schwierigkeit eher zu verstehen, was die eigentlich haben wollen und vor allem den Sinn dahinter zu verstehen. Also erstmal gucken, was in dieser komischen Tabelle tatsächlich drin steht. Also select Stern from so, Triangles. Okay, also ich habe ja einfach nur diese drei komischen Werte. Und jetzt soll ich feststellen, dass ich einfach nur diese komischen. Okay, also ich muss mal gucken, was diese drei Worte tatsächlich zu bedeuten haben. Okay, das sollen tatsächlich Dreiecke abbilden. Also gleichschenklige Dreiecke, gleichseitige Dreiecke. Ungleichseitig. Und das letzte soll ich rausfinden, dass es kein Dreieck ist. Cannot form a triangle because the combined value of sides is not larger than of side B. Okay, also ich soll eine Abfrage schreiben, die den Typ eines jeden Dreiecks identifiziert, gegebenen von den drei Seitenlängen. Gut, wenn alle drei Werte gleich sind. Ja, aber wieso ist das... Ach so, ich soll für jeden... Oh, okay. Das heißt, für jede Zeile soll ich einmal so einen Wert ausgeben. Das heißt, eigentlich müsste ich eine etwas komplexere Bedingung dort reinschreiben. Soweit ich weiß, gab es sowas wie Cases. Ist natürlich nur die Frage, wie gut die tatsächlich zu verwenden sind und ob das so ohne weiteres klappt. Genau, also Case. Case wenn, Bedingung, denn irgendwas. Wenn Bedingung irgendwas, dann irgendwas. So, jetzt ist natürlich die Frage, ob ich ein Case hier einfach so verwenden kann. Also lassen wir das mal drin und machen da mal dann den Case. So, die Spalten sollen ja eigentlich A, B, C heißen. Wenn A gleich B and B gleich C, dann geben wir das aus. Und das Endergebnis ist else. Das heißt, wenn alles nicht passt, dann soll das ausgegeben werden. Okay, also damit haben wir schon mal die Grundstrategie, womit ich schon mal, also die Isoles, also im Endeffekt die gleichseitigen, wobei, nee, die gleichseitigen, da sollte ich equilateral eingeben. So, dann machen wir da mal die nächste Bedingung. Also, wenn alle drei gleich sind, dann ist es eben equilateral, also ein gleichseitiges, wenn nur A oder B gleich sind. Und was ist, wenn B und C gleich sind? Soll ich das dann auch ausgeben? Also, wenn A und B gleich sind und B ungleich C ist, dann geben wir das da aus. So,
So, jetzt haben wir schon mal ein paar Equilateral und ein Isosceles. Und jetzt bräuchten wir noch ein paar Scalene. Raise in a tuple 20, 21, 22 from a scaling triangle because A und gleich B und gleich C. Gut. Aber die müssen gleichzeitig noch die Bedingung erfüllen, dass A und B in Summe größer sein müssen als C. Aber schauen wir mal. Erstmal machen wir beide ungleich. And A plus B größer C. So, schauen wir mal, ob das auch hinkommt. Okay, jetzt habe ich zwar schon mal eine ganze Menge an Sachen, aber er ist damit nicht zufrieden. Also gleichzeitig ist eine Tuple from an equal because so. Also equilateral passt. So, das ISO sollte rein, wenn zwei gleich sind. So, das ist hier natürlich verkehrt, weil das heißt, ich brauche hier noch oder A gleich C. A muss natürlich von B verschieden sein, damit ist C dann auch verschieden. Und dann das gleiche noch als Bedingung mit B. So, dann haben wir noch B und C. Und dann muss natürlich A ungleich B sein. Ist egal, ob A ungleich B oder ungleich C ist. Wie habe ich jetzt hier? Also hier habe ich jeweils B und den fehlenden. Hier habe ich, dann machen wir hier C und den fehlenden. Und hier machen wir dann auch wieder C und den fehlenden. So, dann ist es zumindest irgendwo mit der gleichen Systematik. So, das wären dann jetzt immer die gleichzeitigen. Und so, wenn alle anderen ungleich sind und A plus B größer C. Gucken wir mal, ich glaube mit den Scalene muss ich noch ein paar, muss ich noch die anderen beiden Kombos dann reinbringen. Genau. So, jetzt haben wir hier die beiden. Hier ist es ISO. Hier ist es kein. Das ist ISO. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wenn das hier nicht größer wäre, also wenn die Summe nicht erfüllt wäre, dann würde das natürlich auch nicht aufgehen. Aber dann machen wir erstmal hier jetzt noch die Oder-Verknüpfung. Die sollen alle ungleich sein. Und zwar dann jeweils A plus C oder es muss ja im Endeffekt nur eine davon erfüllt sein, nehme ich zumindest jetzt mal an. Wobei ich müsste im Moment noch einen falschen Scalene drin haben. Naja, schauen wir mal, ob sich überhaupt irgendwas verändert. Also A plus C größer B. Und A plus, nee, B plus C großer A. So, das dürfte aber das Ergebnis jetzt, glaube ich, eigentlich nicht beeinflussen. Jetzt ist eher noch die Sache, dass ich gar kein Nicht-Dreieck mehr drin habe. Obwohl ja alle diejenigen, 20 plus 20 sind 40 und damit ist es doch nicht groß genug. Weil gleich groß reicht nicht. Das heißt, das muss ich eigentlich nach vorne bringen, weil das dürfte kein Dreieck werden. Also nehmen wir erstmal die Bedingung raus, wann es kein Dreieck ist, bevor ich dann abprüfe, was ein Dreieck ist. Also, wenn, da kann ich eigentlich dann die Bedingung hier reinnehmen. In dem Moment, wo eins von denen erfüllt ist, aber die Bedingung muss sein, wenn A plus B kleiner gleich oder kleiner gleich ist. Das heißt, die Bedingung wird umgedreht. Dann ist es kein Dreieck, weil es halt dann von den Seitengrößen einfach nicht hinkommt.
So, wenn jetzt alle Seiten gleich sind, dann ist es eben das Gleichseitige. Wenn nur eine Seite und die andere ungleich ist, dann ist es entsprechend das Gleichschenklige. Und dann kann ich das ja als Else-Bedingung nehmen und muss das nicht mehr als Extra-Bedingung abrufen. Wieso passte das jetzt noch nicht? Ach, na klar, ich soll ja nicht das Ergebnis stimmt nicht, sondern natürlich muss ich ja die Werte, darf ich nicht ausgeben. Okay, also die Abfrage passt und reichen wir es mal ein und schauen, ob der Testcase alles korrekt berücksichtigt hat. Okay, 20 Punkte gewonnen, also auf zur nächsten Challenge. Also worum geht's diesmal? Generate the following two result sets. Okay, also zwei Abfragen. Abfrage: Query an alphabetic ordered list of all names in occupations. Okay. Immediately follow by the first letter of each profession as a parenthetical, e enclosed in parentheses, for example, an actor name A, a doctor name D, Professor P and a singer name S. Okay. Und dann query the number of occurrences of each occupation in occupations, sort the occurrences in ascending order and output them in the following format. Der Total of Occupation Count Occupations S. Wenn Occupation Count is the number of occurrences of an occupation is an occupation and occupation is the lower case occupation name. Achso, wer? Okay, die Anzahl und ist der kleingeschriebene Occupation Name. Okay, das heißt, das muss ich auch noch dann umformatieren. That one occupation has the same occupation count, there should be ordered alphabetically. Okay, also eine Sortierung wollen sie auch noch haben. No, there will be at least two entries in the table for each type of occupation. Okay. Gut, dann erstmal den Namen und die Occupation. Viel dürfte ja da nicht drinstehen. Occupation will only contain one of the following values. Okay, schauen wir mal, ob das stimmt. Und okay, also als erstes die mit den Klammern dann ausgeben. Das kann ich im Endeffekt einfach zusammensetzen und dann die Anzahl ausgeben. So, wie sollte das erste jetzt? Also machen wir erstmal unseren Select und schauen wir erstmal in die eigentliche Tabelle rein. So, habe ich hier irgendwo das Occupations klein geschrieben? Naja, da ist es fast klein geschrieben. Dann muss ich nicht alles eingeben. So, also lass mal gucken, was da tatsächlich drin steht. Okay. So. Dann fangen wir jetzt an, das Ganze zusammenzusetzen. Also als erstes soll natürlich der Name rein. Ich mal gucken, ob das mit dem Plus direkt funktioniert. Dann kann ich nämlich hier direkt schon die Klammern reinschreiben. Und zwischen den beiden Pluszeichen kommt dann nachher der Case, also die Case-Anweisung, mit der ich dann auf die verschiedenen Occupations eingehen kann. Genau, das passt schon mal soweit. Also setzen wir jetzt hier den Case dazwischen. Wenn Occupation gleich dem String-Vergleich ist, da haben wir ja zumindest die Dingsbums dann. Wobei es natürlich einfacher wäre, ich brauche eigentlich gar keinen Case zu machen, ich kann einfach den ersten, das war doch immer der erste Buchstabe jetzt. P-D-A-S. Okay, das heißt, ich kann eigentlich einen Substring machen, ich muss mich gar nicht darum kümmern, das so zu machen. So, ich will eigentlich von left und dann nicht von Doktor, von Occupation. Und dann will ich nur ein Zeichen davon haben. Das müsste ja dann eigentlich auch schon passen. Jawohl. Also das wäre zumindest schon mal die erste Ausgabe. Nur, dass die noch entsprechend sortiert werden sollen. Und zwar einfach nur nach Order. Einfach nur nach Name. Order by Name. So, damit haben wir Ashley und so weiter schon mal oben. Und jetzt soll man noch einen Count machen.
Lass mal das mal noch stehen. Das ist ja eh das erste Select und das zweite Select soll ja eh dann anschließen. So, schauen wir mal, dass der erste Teil dann erfüllt ist. So, dann machen wir hier jetzt das Gleiche. Weil als erstes brauche ich ein... So, mal überlegen. Ich bräuchte jetzt ein Count. Ich glaube, da kann ich einen Stern machen, weil ich werde ja jetzt eh dann mit der Anweisung die Buchstaben zusammensetzen. Und es sollen letztlich nur die 4 ausgegeben werden. So. Das heißt, einmal brauche ich das, S short. Und dann brauche ich aber auch nochmal den gesamten Namen, allerdings in Lowercase. So, das heißt, ich brauche hier nochmal die Occupation. Jetzt muss ich bloß nochmal nachschauen, weil die Lowercase-Geschichte sollte eigentlich direkt formatierbar sein. Okay, gucken wir mal, ob das klappt. Oder ob ich da einen anderen Weg nehmen muss. Okay, also das Lower funktioniert auf jeden Fall. Achso, genau, das muss ich ja dann noch ausgeben an der Stelle. Okay, machen wir aber erstmal, dass ich die Zahlen zusammen habe und dann kann ich das Ganze immer noch in den Text zusammensetzen. Also ich brauche jetzt hier das Goodbye und zwar nach Short. Und das im Endeffekt machen wir einfach das Info, weil es müssen beide dann kopiert sein. Und das will er nicht. Ja, das habe ich befürchtet. So, dann machen wir das als Amount, das als Short, das als Occupation und machen da ein Subselect drauf. So. Ich brauche bloß noch einen Namen für die Tabelle. As. Oh. OCC. Ja, machen wir es einfach. Machen wir einfach als A. Und dann goodbye A.short und A.info. Achso, den Count brauche ich jetzt hier noch nicht. Sondern den brauche ich ja erst eine Stufe höher. Weil hier muss ich dann jetzt natürlich den Short und das Info nochmal ausgeben, damit ich sehe, dass ich die Werte auch habe. Ja, ausgeführt hat das schon mal. Genau, also ich habe jetzt Aktoren, Doktor, Professor und Singer. Und ich soll aber noch sicherstellen, nach was soll ich sortieren? Query the numbers of occurrence of each data. Sort the occurrences in ascending order and output them in the following format. Also. Und wenn sie gleich sind, dann sollen sie alphabetisch sortiert werden. Das heißt, als erstes muss ich nach Amount sortieren. So, mal gucken, ob du das hinbekommst. Also ein Order by nach Amount. Und wenn Amount erfüllt ist, dann nach Info. Okay, also 3 Doktoren, 4 Actor Singer und dann 7 Professoren. So, dann muss ich jetzt nur noch meinen Text formatieren und dann wäre es das, gehe ich mal von aus. Also, wo war der Text? So, select the total of, dann kommt der Count, dann kommt ein Leerzeichen. Das Short brauche ich an der Stelle gar nicht mehr. Achso, wozu habe ich das Short eigentlich selektiert? Das Short kann ich weglassen, ist überflüssig an der Stelle. Nehmen wir das mal raus. Dann muss ich das hier natürlich auch nicht verwenden. Dann könnte ich es wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher machen. Aber egal, ich belasse es jetzt bei dem Subselect. Und gebe hier jetzt noch den Info rein. Und dann soll da nochmal ein S dran gehängt werden. Und der Punkt wahrscheinlich, ne? Ja, S Punkt. Und dann ist das Ding zu Ende. So, mal gucken, ob es ihm schon gefällt. Okay, habe ich noch irgendwas verkehrt? Plus Count. Ah ja, das S-Amount kommt natürlich da nicht mehr rein. Invalid Column Name, Line 20. Ich kann das natürlich auch einfach hier als Count Stern reinschreiben. Dann wird die Operation zwar zweimal ausgeführt, aber
Ist jetzt an der Stelle ja eh nicht so schlimm. Conversion Field Voucher Value wäre da to Data Type Int. Kann man dich so überzeugen? Okay, String magst du nicht. Okay, wie heißt das Ding dann? Text? Okay, probieren wir es mal mit Enchar. Nee, das ist es nicht. Einfach nur ein bisschen kürzer geschrieben, dann sollte das passen. Okay, das magst du, dann schicken wir es dir doch gleich ab und lassen es komplett überprüfen. Okay, passt. 30 Punkte, sicher. Dann gleich schon zur dritten Challenge. Nochmal Occupations. Okay, was ändert sich diesmal? Okay, diesmal eine Pivot-Abfrage über die Occupation Column. So that each name is sorted alphabetically and displayed underneath its corresponding occupation. The output column headers should Doctor, Professor, Singer and Actor. Note, print null when there are no names corresponding to an occupation. The first column is an alphabetically ordered list of doctor names. The second column is an alphabetically ordered list of professor names, singer, actor names. The empty cell data for columns is lesser than a maximum number of names per occupation. In this case, the professor and actor columns are filled with null values. So, jetzt ist natürlich nur die Frage. Also es ist relativ einfach, das Ganze auf verschiedene Spalten aufzuteilen. Aber dann hätte ich natürlich immer nur einen Eintrag pro Spalte. Und das soll ja jetzt nicht dabei rauskommen. Okay, aber dann nehme ich erstmal die normale Select-Abfrage, um zu gucken, was da drin steht. Und lass es gleich mal nach Namen sortieren. So, machen wir erstmal wieder bloß Sternchen. Weil die in die Spalten einzusortieren, ist ziemlich einfach. Da kann ich einfach entsprechend wieder mit einer Case- und Wenn-Bedingung arbeiten. Das heißt, wenn sie in die jeweiligen Namen-Spalte gehören, dann kann ich das einfach zuordnen. Machen wir das erstmal. Case, Wenn, dann diesmal wieder Occupation. Und dann diesmal gleich dem entsprechenden Wert. Dann soll nämlich Name ausgegeben werden und else ist null. Und das ist jetzt S, je nachdem, was wir jetzt halt zuerst haben. Machen wir als erstes den Doc. So, natürlich muss ich ihn vorne noch eintragen. Und das Ganze jetzt noch dreimal. So, also dafür ist dann der Professor, Singer und Actor. Und Spalter ist dann Prof, Sing und Act. So, mal gucken. Jetzt ist halt eben nur das Problem, dass ich da natürlich sehr viel mehr Nulls drin habe, als er eigentlich haben möchte. So, und das ist jetzt natürlich eben die Sache, wie bekomme ich jetzt die Null-Values dort raus? Also, das in die Spalten zu setzen, ist wie gesagt nicht sehr schwierig. Ich kann die vor allen Dingen jetzt noch, wie kann ich die am geschicktesten zusammenfassen? Beziehungsweise kriege ich das mit einem Union hin? Das heißt, wenn ich drei oder wenn ich vier Selects mache, die ich dann hintereinander selektiere. So, das heißt, ich drehe das Ganze um und mache das auf eine Select-Abfrage. Select Names, eben wieder from Occupation, Order by Name, das brauche ich ja sowieso bei jeder. Aber hier diesmal mit der Where-Einschränkung. Occupation gleich Doktor. So, jetzt kann ich natürlich leider nicht den einzelnen Text markieren, das heißt, ich kommentiere das hier mal aus, damit ich das nicht ständig drin habe. Und jetzt bekomme ich ja nur die, die Doktor sind. Wenn ich die jetzt hintereinander setze, so, ich habe jetzt einmal Doktor und mache mal gleich nur noch die zweite dazu. Und zwar Professor. So, jetzt wäre die Frage, wenn ich die jetzt nebeneinander ausgebe. Also, Select Stern from. So, du bist mein S-Doc und du bist mein S-Prof. Achso, Moment, da stimmt die Klammer nicht, da ist wieder eine zu viel.
Okay, du magst das Order nicht an der Stelle. Lassen wir es erstmal weg. So, jetzt habe ich natürlich erstmal einen Full Join drin. Das heißt, es wird jeder mit jedem selektiert. Ich hätte jetzt zwar zumindest die richtigen in den richtigen Spalten, aber ich kriege die eigentlich nicht vernünftig gejoint. Außer ich würde jetzt noch irgendeine Nummerierungsspalte hereinnehmen. Aber wie kriege ich eine automatische Nummerierungsspalte hin? Weil dann könnte ich eine ID erzeugen mit 1 bis N. Weil ich hoffe nicht, dass die erwarten, tatsächlich mit diesem Cursor-Ding zu arbeiten, weil das mit dem Cursor fand ich immer furchtbar und es ist total imperformant. Gibt es sowas wie eine Zeilennummer? Oder beziehungsweise eigentlich brauche ich eine Row Number. Mal gucken, ob Row Number irgendwas ausgibt. Ist ja interessant. Das Ding habe ich noch nie verwendet. Order by Name. Okay, das ASC muss ich ja wahrscheinlich nicht angeben. Dann machen wir das bei dem anderen auch gleich mal noch. Dann sehe ich da nämlich auch gleich die Ausgabe. Gut, und damit kann ich dann hier nämlich schon mal einen Join herstellen. So, wie war das jetzt? Also ich brauche einen Join. Inner Join. Doc on doc.counter gleich prof.counter. Und, gefällt dir das? Nee, wieso nicht? Invalid Object Name. Wieso ist das denn an der Stelle ein Invalid Object Name? Und wieso habe ich eigentlich keinen Semikolon am Ende? So, und dann sag mir noch mal, was mit dem Join nicht passt. Select from. Ah, okay. Das heißt, dann mache ich das from direkt darüber und mache den Inner Join davor. Das heißt, der Join ist dann direkt die Tabelle selber. Und wir machen das dann so rum. Achso, das Komma brauche ich da natürlich nicht mehr. Was mir jetzt noch fehlt, ist natürlich ein Full Join, weil ich darf nicht nur ein Inner Join, wo beide da sind, sondern es müssen ja auch alle die da sein, die keine Übereinstimmung haben. Und ich bekomme meine Nulls. Die bekomme ich automatisch, das heißt, das würde passen. Dann muss ich nur noch die anderen beiden dranhängen und dann haben wir es eigentlich schon. Das heißt, hier wird nur dann doc.name und prof.name ausgegeben. So, was waren die anderen? Also wie war die Reihenfolge nochmal? Dr. Professor Singer and Actor. So, das heißt, wir machen hier weiter die Full Joins. So, zwei brauchen wir noch. Einmal Singer. So, Occupation Singer. Da machen wir dann wieder den Sing draus. Und oben brauche ich hier natürlich dann auch den Sing.name. Und als letzter ist dann wieder der Actor. Da machen wir dann den Act. Und das Order by Name kann ich schon mal überall rausnehmen. Das ist ja eh oben überall drin. So, mal gucken, ob ich noch irgendeine Sortierung manuell einbauen muss oder ob das schon, ob er damit zufrieden wäre. Okay, das gefällt dir noch nicht. Ist es dir nicht sortiert genug oder was? Ah, Moment mal. Christine und Samantha, wieso seid ihr denn nicht auf die... Okay. Doc ist zu kurz. Prof ist eigentlich das, was länger ist. Macht das einen Unterschied, wenn ich euch dann alle auf den Prof matche? Ha! Weil der Prof halt in dem Fall die längste Übersicht hat. Aber das heißt natürlich auch, dass, dass die Abfrage nicht generell funktioniert. Und das wäre eigentlich ziemlich blöd. Also ich kann zwar davon, oder ich kann befürchten, dass der Test mit der Abfrage bereits durchgeht, aber es ist mir zu wenig, jetzt so ein Ding zu haben, was eher vom Zufall abhängt, ob das Ding korrekt funktioniert oder nicht. Das heißt, ich müsste erst feststellen, welches hier die längste ist. Also die Reihenfolge ist fest vorgegeben. Das heißt, die Spalten sind klar. Ah, natürlich. Ich könnte
Ich könnte einfach am Anfang eine Tabelle machen, die alle selektiert. Das heißt, dann wird alles zum Join und ich mache einmal hier ein Select Row Number und zwar ohne Filter. So, also einfach nur ein Select Row Number und zwar ohne Filter. Und die lasse ich als erstes laufen. So, und dann mache ich den Full Join. Auf die erste geklammerte als Doc. So, hier muss ich jetzt natürlich noch den, da muss ich noch ein Alias dazu nehmen. OCC. So, Select Row Number, da da da. Und Name from Occupations wäre Doctor. As Doc. Mit einem Full Join und der wird jetzt aber gematcht auf occ.counter als erstes und dann mit deinem eigenen Counter und zwar der doc.counter. So, damit ist sichergestellt, dass ich auf jeden Fall genug Zahlen habe, wie es die gesamte Tabelle umfasst. Das heißt, selbst wenn die Tabelle nur eine Profession enthalten würde, hätte ich die korrekte Anzahl. Und jetzt muss ich natürlich überall hier den OCC-Counter verwenden. Und hier ist dann der Prof-Counter, hier ist der Sing-Counter, hier ist der Act-Counter. Und das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, weil jetzt habe ich zu viele Nulls drin, glaube ich. Okay, gucken wir mal. Ja, jetzt kommen natürlich mehr Nulls. Achso, nee, ich habe noch einen Syntaxfehler. Okay. Du hattest eigentlich hier aufgehört. Weil der Join kommt ja dann danach. Genau, jetzt habe ich zu viele Zeilen. Jetzt ist natürlich die Frage. Das ist ein bisschen umständlich, wenn ich jetzt das Ganze nochmal nehme und sage, nee, wobei, das ist gar nicht so umständlich. Mal gucken, das müsste ich sogar relativ einfach hier reinbekommen mit einer Werkklausel noch. Und zwar, wo alle drei ungleich null sind. Dingsbums, ungleich null. Beziehungsweise ist not, weil ich glaube, der Vergleich auf null dürfte sonst nicht funktionieren. So, und die anderen natürlich unverknüpft. So, mal gucken. Passt das? Okay, im Moment müssen alle drei not null sein. Reicht das mit einem OR? Okay, dann passt das so. Das heißt, nur wenn zumindest einer von den drei nicht null ist, dann wird er ausgegeben. Und ich habe auf jeden Fall die korrekte Maximalanzahl. Das heißt, egal wie lang die Tabelle ist, geht es auf jeden Fall auf. Ein bisschen umständlich, aber ich denke, auf jeden Fall so ist es kompatibel, egal was in der Tabelle steht. Also, mal gucken, ob der reguläre Test auch damit zufrieden ist. Okay, sieht gut aus. Den nächsten 30 Punkte. So, dann nochmal nachschauen, wie viel ich jetzt eigentlich noch habe in der aktuellen Kategorie. Okay, zwei haben wir noch. Also, schauen wir mal weiter. Okay, ein Binärbaum. Also, ich habe eine Tabelle, BST, containing, also die enthält zwei Spalten, N und P, wobei N die Werte eines Nodes im Binary und P ist der Vater von N. Okay, soweit so gut. But the query to find the node type of binary tree ordered by the value of the node. Output one of the following for each node. Root, if node is root node. Leaf, if node is leaf. Also wenn es ein Blatt ist. Inner node ist, okay, es ist kein Blatt und es ist kein Root. Also, der Wert ist 1, Parent ist 2. Wobei das der Wert von dem Ding wahrscheinlich ist. So, 3 ist auch, Parent 2.
Von 2 ist der Parent 5, 5 ist der Root Node, 8 ist auch der Parent 5, 6 und 9 sind die Parents jeweils 8. Okay. Habe ich das richtig? 6, 9 sind hier unten, unter 8, unter 5. Ja. So, und jetzt soll ich ausgeben, so, für 1, dass du ein Blatt bist. Okay, du bist ein Endpunkt. 2 ist ein innerer Knoten und 5 ist Root. Okay, das klingt mir ziemlich einfach, weil da kann ich einfach mit einem Case und ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich mit dem Case tatsächlich Subselects machen kann, aber der Root-Node ist auf jeden Fall ziemlich leicht rauszufinden, dadurch, dass das Feld ja dann null ist. Die Frage ist, was unterscheidet jetzt inner von, also die 1 hat einen Parent, aber die 1 taucht nie als Parent auf, das ist das Besondere dann. Das heißt, die darf nie in der P-Spalte auftauchen. Also, gucken wir mal, was in der Tabelle drin steht. Also, machen wir erstmal das Select von der, wie heißt denn die Tabelle überhaupt? BST. Okay, ja, das ist unsere Tabelle. So, wir sollen jetzt zu jedem, welcher Wert soll ausgegeben werden? Der Wert, der drin ist. By the query, define the node type of binary ordered by the value of the node. Okay, der Value ist ja der N-Wert. Und danach soll ich jetzt schon mal dann ausgeben. Also, Root lässt sich am einfachsten herausfinden. Case, wenn P ist null, dann bitte Root ausgeben. So, das else machen wir schon mal. Mal gucken, ob ich nachher wirklich leave oder inner dafür benutze. Aber machen wir erstmal den und schauen erstmal, dass zumindest der Root-Knoten angezeigt wird. Alles andere dürfte natürlich noch nicht stimmen, weil das ja jetzt pauschal zugeordnet ist. Und natürlich ist das noch die falsche Antwort, das ist klar. Weil jetzt brauche ich nämlich noch eine Wenn-Bedingung und jetzt weiß ich wieder nicht, ob ich in dem Case ein Subselect machen kann. Wenn das Subselect, mache ich mal als Klammer, größer 1 oder gleich 1, größer gleich 1, also wenn ich da nämlich jetzt was rausfinde, dann ist es ein innerer Knoten, weil dann hat er nämlich einen Parent. Und das mache ich nämlich, indem ich einen Select-Count mache. So, und hier frage ich nämlich dann jetzt die Tabelle wieder ab vom BST. Und jetzt ist nämlich hier, brauche ich dann ein Alias, damit ich die nämlich miteinander verknüpfen kann. Weil wenn ich hier jetzt die Where-Klausel mache und sage, dass ich nämlich jetzt bitte alle Datensätze haben möchte, beziehungsweise alle Datensätze zählen möchte, wo P gleich dem aktuellen äußeren Wert von n ist. Punkt n. So, das müsste eigentlich dazu sorgen, dass ich jetzt hier eine Zahl zurückbekomme. Und wenn diese Zahl 1 oder größer ist, weil sie halt, ja, eigentlich kann es eh maximal 2 sein, normalerweise. Mal gucken, taucht irgendeine öfter auf? Nee. Dann ist es halt ein inneres Blatt, weil dann hat der, mal überlegen, dann hat ist der Wert, taucht nochmal als Parent auf. Ist es richtig rum? Nochmal überlegen. Also wenn ich den Wert nochmal als Parent finde, dann gibt es einen Subknoten. Genau, also für 2 würde das stattfinden, für 5 würde das natürlich auch stattfinden, aber für 5 ist es egal, weil 5 wird ja durch Root schon abgegriffen. Das heißt, da greift die andere Wenn-Klausel nicht mehr. Für 6 würde es nicht stattfinden, weil dafür findet er natürlich das nicht in der Parent-Spalte. Okay, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ob er überhaupt eine Unterscheidung macht und nee, es hat nicht funktioniert. Okay, dann gebe ich mir mal diese Abfrage aus. Mal gucken, ob hier überhaupt ein vernünftiger Wert zurückgegeben wird, der wirklich das aussagt, was ich haben möchte. Also select count Stern vom BST, wer P vielleicht muss ich sicherstellen, dass das hier, okay, testen wir es erstmal und dann mal gucken, ob ich hier eventuell noch sicherstellen muss, dass das die Spalte auch wirklich ist oder von der Tabelle kommt.
Okay, da bekomme ich eigentlich die 2 zurück, aber es greift nicht. Ah, natürlich, ich habe den falschen Text hier stehen. Beziehungsweise ich habe bei dem anderen den falschen Text stehen, weil das hier müssen dann natürlich die Leaves werden. Richtig? Ja. Okay, dann geben wir ihm mal die Zahlen nicht, die er nicht haben möchte. Das heißt, er möchte eigentlich nur den n-Value haben. Das andere interessiert ihn nicht und das kann ich auskommentieren. Also, beziehungsweise das kann ich gleich löschen, brauche ich ja eh nicht mehr dann, habe ich ja oben eh nochmal stehen. Dann müsste ihm ja das eigentlich schon gefallen. Okay, gefällt ihm nicht. Okay, habe ich es falsch schon benannt? Also dann lass mich das nochmal genau anschauen. Also 15 ist auf jeden Fall der Root-Node. Das würde passen. Weil er hat zumindest keinen Parent, also muss er der Root-Node sein. So, 2 haben P, als Parent haben sie 4. Okay, bei 4 steht auch, dass sie ein Parent ist und bei 2 tauchen als Parent auf, Also es ist ein Inner-Knoten. Ah, ich soll noch sortieren, oder? Ich soll noch die Ausgabewerte sortieren. Ordered by the value of the node. Okay, das habe ich vergessen. Inhalt war schon ganz okay, aber Sortierung hat nicht gepasst. Also, hauen wir noch ein Order by rein und dann ist er zufrieden. Alles klar, Logik hat gestimmt, nur Sortierung noch nicht. Sehr schön. So, das haben wir jetzt schon, die 04. So, also dann müssen wir jetzt schon bei der letzten Challenge von den Advanced sein. New Companies. Oh, das sieht ja schon mal interessant aus. Oh, viele Tabellen. Viele, viele Tabellen. Sehr schön. Also, worum geht's? Embers Conglomerate Corporation just acquired some new companies. Also jede von den Firmen hat die Struktur, der Gründer, Lead Manager, Senior Manager, Manager und dann Angestellte. So, given the table schemas below, write a query to print the company code, founder name, total number of lead managers, total number of senior managers, total number of managers and total number of employees. Oder your output by ascending company code. The table may contain duplicate records. Ah, ja. Wieso? The company code is string. The sorting should not be numeric. For example, if the company code are C1 and C2 and C10, then the ascending company codes will be C1, C10 and C2. Ja, okay, solange die nach String, nach Text sortiert sind, möchtest du das eigentlich automatisch hinbekommen. Aber ich muss mir dann zumindest keinen Kopf drum machen, dass die eigentlich in der falschen Reihenfolge auftauchen. The following tables contain company data. So, the company code, the lead manager code. Das ist alles in einen einzelnen Tabellen abgelegt. Wobei da eigentlich schon die Frage ist, das sind doch alles redundante Informationen. Weil wenn ich den Company Code und den Founder habe, okay, dann habe ich Company Code Lead Manager, dann habe ich Company Code Senior Manager und Lead Manager. Soweit so gut, damit sind die, wobei die Senior Manager sind ja sowieso dann dem Lead zugeordnet. Das heißt, dann müsste überhaupt der Company Code ist auf jeden Fall redundant. Außer die Senior Manager können einer anderen Company zugeordnet sein, einem anderen Manager. Aber das wäre auch schon wieder absurd. Naja, mal gucken, wie das dann nachher aufgebaut ist. Und der Manager Code, ja, wenn der eigentlich dem Senior zugeordnet ist, ist das wieder redundant zu der Tabelle, aber egal. Und hier sind dann die Employees dann unter dem Manager und da. So, der Employee Code ist der Code of the Employee, der Manager ist Code Manager, da, klar. So, okay, also dann hätten wir jetzt meinetwegen Company 1 und Company 2 mit 2 Lead Managern. Diese Lead Manager haben verschiedene Senior Manager. Okay, die sind über die Companies hinweg durchnummeriert. Interessant. Ja gut, wahrscheinlich einfach nur, weil darstellen soll, dass sie Individuen sind, die sich nicht überschneiden. So, dann die Manager sind denen zugeordnet. Das heißt, der Zweier hat überhaupt keinen Manager unter sich. Und dann die Angestellten. So, Sample Output. Okay, viele Zeilen muss ich auf jeden Fall nicht ausgeben. Das heißt, ich kann einfach mit den Subselects dann einfach die Daten hier befüllen.
Das sollte relativ einfach werden. Explanation. In Company C1, der Only Lead Manager ist LM. Ja, das ist egal. Ich denke, die Struktur habe ich schon soweit verstanden. Jetzt bloß nochmal die Sache, wie ich das genau alles zählen soll. Also ich soll zum Founder die Anzahl der Lead Manager, die Anzahl der Senior Manager, Manager und Angestellten zählen. Was ja jetzt ziemlich leicht ist an der Stelle. Okay, machen wir erstmal einen Select auf die Tabellen und gucken mal, was da tatsächlich drin steht. Also Select Stern, From. Und als erstes bitte den, nee, nicht Company Code. Also was ist jetzt der Tabellenname? Company? Ui! Das ist ja ordentlich. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie viele Datensätze in den anderen drin sind. Machen wir doch mal nur einen Select Count Stern von den anderen Tabellen. So, wie heißen die anderen beiden? Also erstmal den Lead Manager. Dann frage ich mal noch die anderen Tabellen ab. Okay, drei haben wir dann noch. Eins, zwei, drei. So, Senior Manager. Manager. Und die Employees. So. Also wie viele Leute haben wir da jetzt jeweils drin? 100, 144, 284, 578 und 1992. Na schön. So, von der Sache ist es aber trotzdem ziemlich einfach, weil ich nehme jetzt einfach hier den, ich soll ja hier nur den Founder ausgeben. Oder sollte ich den Code noch mit ausgeben? Okay, als erstes kommt der Company Code, dann kommt der Founder Name. Und danach beginnen die Zählungen. Und jetzt kann ich das eigentlich alles in einen dicken, fetten Join packen. Moment mal, wieso sollten die jetzt eigentlich distinkt sein? Das war jetzt noch nicht ganz... The Tables may contain duplicates records. Wieso? Wieso sollten die duplicate records beinhalten? Das wäre doch eigentlich ziemlich unsinnig. Okay, machen wir erstmal den und dann gucke ich nochmal mit dem distinct rein. Beziehungsweise hier kann ich schon mal den Order drauf machen. Order by Company Code. Und der soll ja normalerweise dann automatisch so sortiert sein, dass er... Ach so, weil ich das Sternchen drin habe. Deswegen wird die Spalte zweimal ausgegeben und dann weiß er nicht, nach was er sortieren soll. Dass das so sortiert wird, war ja okay. Und jetzt ist nochmal die Frage, warum da Doppelte drin sein sollten. Ist das nur der Hinweis, dass die einen Distinkt haben wollen, ohne dass der einen Effekt hat? Dann sollten sie aber auch Datensätze erzeugen, die sicher einen Distinkt notwendig machen. Also ich lasse es erstmal draußen und schau mal, ob sie wirklich einen Testfall haben, dass das Distinkt notwendig macht. So, es gibt keine besonderen Filter, außer dass die jeweils zugeordnet sind. So, die Lead Manager mit ihrem Code. Gucken wir uns jetzt mal den Sternchen hier an. So, normal kann ich die jetzt direkt dazu joinen anhand eben der beiden Bedingungen. So, das machen wir hier auch schon mal. Machen wir mal die Tabellenbezeichner, damit ich das später einfacher zuordnen kann. So, hier brauche ich jetzt nur ein Inner Join und kann dann nämlich die Bezeichnung dazu joinen. Inner Join Lead Manager SB und dann Join nämlich von A.Company Code zu B.Company Code. So, damit ist dann nämlich schon mal der Lead Manager letztlich den Companies zugeordnet. Und da kann ich hier nämlich gleich schon mal testen. Hier kann ich jetzt schon mal einen Count. Eigentlich zähle ich ja jetzt hier das Aufkommen von B.Company Code. Wobei ich lasse es mal mit dem Sperrstern hier stehen. Normalerweise sollte das hinkommen. Da will ich jetzt den Goodbye haben. Und zwar als erstes nach Company Code natürlich. Und als zweites nach Founder.
Und dann müsstest du mir eigentlich schon genau das ausgeben, was ich haben möchte. Okay, das Order By kommt weiter nach unten. Okay, du sollst natürlich nach der A-Tabelle kopieren. Ach genau, da oben ist auch noch Ambiguous. Also das sind die A-Werte, die ausgegeben werden sollen. Genau, und damit habe ich nämlich schon hier den ersten Count, was die Manager angeht. Und normalerweise sollte das jetzt einfach über die Inner Joins weiter funktionieren. Das heißt, ich hänge, ich nenne das jetzt mal AsLead. Und das heißt, das brauche ich jetzt noch dreimal. Einmal für Senior Manager, für Manager und für Employee. So, jetzt brauche ich natürlich noch die anderen drei Tabellen dazu. Senior. So, den Senior Manager, den Manager und den Employee. So, das ist natürlich nur die Sache, auf welche Werte ich die joine. Weil klar, das hier wird jetzt dann C, D und E. Zufällig passt das E zumindest zum Employee. Und das ist jetzt halt die Frage. Weil normalerweise ist der Lead Manager Code schon eindeutig genug, um den Lead Manager Code zuzuordnen. Das heißt, den Company Code muss ich eigentlich aus meiner Sicht nicht extra zuordnen, weil das andere ja schon eindeutig sein sollte. Das heißt, deswegen werde ich den Senior Manager auf, also der Match soll auf B passieren, und zwar dem Lead Manager Code. Und zwar natürlich anhand des C-Lead-Manager-Codes. So, das gleiche ist jetzt mit dem Manager. Der Manager hat den Senior-Manager-Code drin. Und das wäre jetzt C und kommt natürlich dann auch aus der D-Tabelle wieder, also aus der Manager selber mit dem Senior-Manager-Code. Und als letztes dann der Manager-Code nochmal, um dann die Employees zuzuordnen. Also das ist dann die D-Tabelle der Manager mit der E-Tabelle von den Employees. So, damit müssten die eigentlich alle eindeutig zugeordnet sein. Jetzt natürlich nur noch diese Frage, passt das oder bekomme ich da eigentlich viel zu viele Zahlen? Also wahrscheinlich werden die Zahlen hier jetzt zu groß. Wenn nicht, muss ich dann doch nochmal schrittweise durchführen. Ja. Weil da darf ich nicht mehr Count Stern machen. Ich probiere mal, ob ich das mit den einzelnen Codes hinbekomme. Weil jetzt ist natürlich die Maximalanzahl, die auf die einzelnen Werte zusammengedampft wird. Aber ich darf jetzt nur bestimmte Werte zählen. Aber es darf natürlich da keine Gruppierung stattfinden. Wenn nicht, muss ich das nochmal. Also einfacher ist natürlich jetzt mit Subselect zu arbeiten, diese Zahlen dann anhand des Company Codes zu zählen und den jeweiligen anderen Werten. Okay, probieren wir mal, was passiert, wenn ich da jetzt den tatsächlich den Lead Manager Code reinsetze. Also, und zwar B.LeadManagerCode. Wie weit veränderst du das Ergebnis? Gar nicht. Weil du natürlich aufgrund des Inner Joins überall drin bist. Okay, dann lass mich doch mal bitte die Tabelle sehen, so wie sie tatsächlich aussieht. Und das Group-By lassen wir mal weg. So, das heißt, was habe ich da jetzt alles an Zeug zugeordnet? So, klar, das von der ersten Tabelle ist C1 Angela. Von der zweiten Tabelle, ne, das ist ja die erste Tabelle, dann kommt der Lead Manager 1 mit dem Zuordnung C1, dann kommt der Senior Manager, Lead Manager C1, Manager soweit, dann die Employee-Zuordnung. Und warum habe ich dich jetzt hier so oft drin? Weil die anderen Tabellen nicht sauber sind? Oder weil ich jetzt für jede... Ich habe doch keinen Full Join gemacht. Ich habe doch nur einen Inner Join gemacht. Das heißt, da, wo die matchen.
bekomme im Chat gerade den Hinweis von wegen, das direkt einfach nur mit dem B-Stern zum Beispiel zu counten. Mal gucken, ob das jetzt den Unterschied macht. So, das Goodbye ist wieder drin. Mal gucken, was er jetzt genau anzeigt. Okay, ja, ich noch irgendwas verkehrt eingetragen. Das scheint er nicht zu mögen. Aber wenn ich im Endeffekt die Codezeilen genommen hätte, Company Code ist ja auch in jedem vorhanden. Nee, also im Moment nimmt er das so auf jeden Fall nicht rein. Also ich muss mir gerade nochmal die Tabellen wirklich anschauen, was da jetzt tatsächlich drin steht und wie die Zuordnung ist und wie ich am besten die Zählung dann doch zuordnen kann. So, also gucken wir nochmal in die Lead Manager Tabelle rein. Und was dann eigentlich passieren müsste, wenn die Lead Manager Tabelle mit der nächsten gejoint wird. So, das ist jetzt das, was in der Lead Manager Tabelle drin steht. Wenn ich die jetzt mit der nächsten Tabelle joine, eben mit den Senior Managern, und die eigentlich nur an dem Lead Manager Code joinen, habe ich dann tatsächlich auch zu wenig Zuordnungen. Also du brauchst auch einen Inner Join dann zum Senior Manager. Da ist zumindest noch die Menge überschaubar. Und machen mal den Order By auf den Lead Manager Code und das gefolgt von dem Senior Manager Code. So, wie genau siehst du nach dem Join aus? Das heißt, da müsst ihr die Redundanten drin haben, oder was? Das heißt, ihr habt Redundanzen in den untergeordneten Tabellen drin und da habt ihr mehrfach die gleichen Datensätze drin. So, zeig mir doch bitte mal die Lead Manager Zuordnung. Also ich habe jetzt nur die Daten aus der Lead Manager Tabelle und der Datensatz taucht tatsächlich doppelt auf. Das ist ja echt sowas von absurd. Eine Datenbank, wie sie schlechter nicht sein könnte. Wahnsinn. Okay, das heißt, hier brauche ich tatsächlich einen Distinct, um im Endeffekt erstmal die Redundanzen loszuwerden. Achso, und das heißt, jede von denen hat auch nur eine Lead-Manager-Zuordnung. Das heißt, hier gibt es noch keine weiteren Werte. Okay, dann jetzt nochmal schauen, wie die Gesamtübersicht aussah, wenn die Seniors zugeordnet sind. Also ich habe jetzt einen Lead-Manager, dem zwei Senior zugeordnet sind. Hier sind ihm auch zwei zugeordnet. Wie man tatsächlich eine Tabelle aufbauen kann, in der die Daten, die ja ohnehin schon redundant da sind, weil diese Zuordnung ist redundant, weil die Lead-Manager-Zuordnung enthält ja schon die Company-Zuordnung, das heißt, die bräuchte ich da nicht nochmal und die ist eigentlich auch so eindeutig, weil solange die hier nicht die Lead-Manager kreuz und quer zuordnen, und zwar mehrfach zu verschiedenen Companies, und so sieht es im Moment zumindest nicht aus. Zumindest sehe ich nicht, dass der Lead Manager, der hier steht, irgendwie eine unterschiedliche Company-Zuordnung auf der anderen Seite hat, weil die dann irgendwie anders zugeordnet sind. Also von daher reicht die Zuordnung an sich über den Lead Manager Code. So, aber jetzt, das wäre jetzt die Geschichte, wo ich zähle, wie viele Senior Manager hat ein Lead Manager. Und jetzt kann ich ja nochmal gucken. Also ich brauche den Lead Manager Code. Und mache eigentlich einen Count genau über, also mal gucken, ob der Count sich unterscheidet, wenn ich einen Count Stern gegenüber dem Group By mache. Wobei natürlich, genau, was habe ich jetzt oben für ein Group By gemacht? Oben habe ich nur den Company Code und den Founder, weil ich muss ja dann mehrere Group By Ebenen haben, an denen ich unterschiedliche Zählungen machen kann. Okay, das werde ich gleich nochmal ausprobieren. So, also ich mache den Goodbye erstmal beim Lead Manager Code. Und logisch, dass du das da nicht drin haben kannst. Den Senior Manager will ich ja eh bloß zählen, den will ich ja im Moment eh nicht anzeigen. LM1 hat jetzt 10 Senior Manager. So, das will ich jetzt überprüfen, ob das stimmt. Select Stern. Senior Manager. Wer Lead Manager Code gleich LM1. So, machen wir die mal raus. Die brauche ich im Moment eh nicht. Und dich kann ich, mal noch laufen lassen. Dann habe ich dich parallel noch im Vergleich. Okay. 5 habe ich im Moment.
Naja, da fehlt natürlich das Distinct dann wieder. Das heißt, ich brauche das Distinct dann auch hier drin. Also LM1, eigentlich dürfte ich hier nur 2 bekommen. So, mal gucken, ob das Distinct an der Stelle schon ausreicht. Also wir waren jetzt gerade dabei zu prüfen, dass der Zähler hier korrekt funktioniert, weil im Moment hat er 10 ausgegeben, so wie hier. Aber in Wirklichkeit dürfte er eigentlich nur anhand der Daten 2 ausgeben, weil es sind nur 2 Senior Manager ausgegeben. So, du musst ja eigentlich das Distinct auf den Senior Manager Code machen. Nee, Quatsch, du sollst anhand des Lead Manager Codes zählen. Die Lead, die anderen sollst du ja noch gar nicht zählen. Nein, Quatsch, du sollst pro Lead Manager die unterschiedlichen Senior Manager Codes zählen. Okay, jetzt habe ich hier zumindest 2. Das sieht zumindest von der Anzahl her korrekter aus. Auf jeden Fall brauche ich da auch das Distinct drin. Das heißt, es müssen dann, genau, es müssen die eindeutigen Codes gezählt werden. Also für den Founder sollen der Lead Manager gezählt werden. Das heißt, hier würden die Distinct Lead Manager Codes gezählt werden. Und dann müsste das eigentlich so passen. Okay, probieren wir es mal, was er da ausspuckt, wenn ich das oben entsprechend umstelle. So. Also auf jeden Fall brauche ich oben das Distinct oben drin, damit der Company Code und der Founder, wobei die jetzt zumindest nicht redundant waren, aber für alle Fälle. So, und dann müssen hier in den Counts auch die Distincts rein, damit die Sachen, die dann dort gezählt werden, eindeutig werden. Und dann muss ich nachher bloß nochmal gucken, dass das mit den Joins, weil das klappt glaube ich im Moment noch nicht, dass der das korrekt zählt. Aber eben, genau, im Moment, wenn ich natürlich den Company Code zähle, der ist überall eindeutig, der wird nicht unterschieden. Okay, zählen wir erstmal die, gut, die eindeutigen Employee-Nummern wären ja eigentlich die richtige Zahl. Also die eindeutigen Employee-Codes, dann die eindeutigen Manager-Codes, die Lead-Manager, Moment, die Senior-Manager und dann die Lead-Manager. So, mal gucken, was du jetzt ausspuckst. Okay, zumindest schon mal nett unterschiedliche Zahlen. Und der Testcase ist schon bestanden. Okay, also so funktioniert dann. Das heißt, was genau passiert jetzt? Also, es wird eine riesengroße Tabelle, in der ich zu jedem Founder-Eintrag erstmal alle Lead-Manager zugeordnet sind. Den Lead-Managern sind dann alle Senior-Manager zugeordnet, alle Manager zugeordnet, alle Employees zugeordnet. Das wird dann aggregiert, im Moment im Endeffekt eben nur nach Company Name und Founder. Und dann wird gezählt, was hintendran letztlich an eindeutigen Lead Manager Codes bleibt, an eindeutigen Senior Manager Codes, Manager Codes und Employee Codes. Und warum muss ich jetzt letztlich nur ein Join machen, obwohl sie sich ja hier die Mühe gemacht haben, so viele verschiedene Codes da reinzuschreiben? Weil, wie gesagt, die Zusatzinformation, der Company Code an der Stelle ist überall redundant, weil der Company Code sich ja in der Form nicht ändert. Zumindest haben sie nicht diese Mechanismen drin. Weil, klar, der Lead Manager wird über den Company Code zugeordnet. Das heißt, der Company Code wird aber auch dadurch allen Senior Managern zugeordnet. Das heißt, hier ist er redundant. In der nächsten Stufe ist dann sowohl der Lead Manager als auch der Company Code redundant, weil die Information hätte ich in dieser Tabelle, wenn ich den Senior Manager Code selektiere. Und hier sind dann schon 3 Spalten redundant, die als Information über eine Abfrage einfach selektiert werden könnten. Das kann man jetzt sich überlegen, ob das sinnvoll ist, diese Sachen hier reinzuschreiben, aber das Schlimmste ist eigentlich, mal angenommen, so ein Manager ändert jetzt seine Arbeitstätigkeit und wechselt den Lead Manager, dann muss ich den Lead Manager an der Stelle, wenn der denn seine Mitarbeiter mitnimmt, hier auch überall ändern. Das ist natürlich ziemlich blöd. Umgekehrt ist die Frage, wenn ein Senior Manager die Firma wechselt und für einen anderen Lead Manager arbeitet und die Manager natürlich gleich bleiben, dann müsste man hier wieder nichts ändern. Dafür würde dann hier nur der Senior Manager ausgetauscht werden. Aber dadurch, dass hier halt keine Namen drin stehen, ist es eigentlich sowieso, die Daten oder die Informationen sind eigentlich hier ziemlich unsinnig angeordnet, weil außer den Codes ja nichts drin steht.
Aber ja, was jetzt noch fehlt, ist natürlich die echte Überprüfung, weil jetzt haben wir ja nur den Testcase bestanden. So, die anderen nehme ich mal raus und frage mal, stimmt es wirklich? Ja, also auch die Challenge ist bestanden, nochmal mit 30 Punkten. Und das dürfte jetzt die letzte von den Advanced Challenges gewesen sein. Also schauen wir mal, weil dass ich nicht gleich in die nächste reinspringe, weil die bleibt dann für das nächste Mal übrig. Genau, also die Advanced Select Challenges sind damit heute bestanden. Die 5 Abfragen sind korrekt. Und ja, das war's dann auch schon für heute. Ein so ein Block ist wieder durch. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit den Aggregationen. Mal gucken, da sind es wieder ein paar mehr. Mal gucken, wie kompliziert die dann sind. Aber, oh, da haben wir wieder die Wetterstationen drin. Aber sie sind alle als easy gekennzeichnet. Gucken wir mal, ob die abwechslungsreich genug sind und was man dann da diesmal selektieren sollen. Aber wie gesagt, auch diesmal werde ich hier nicht reinschauen vorher, sondern ich werde dann abwarten, bis ich die nächste Folge mache. Und ja, soweit. Vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal dann mit den Aggregationen im SQL-Bereich. Also, tschüss!